Diese 6 Übungen machen dich als Fußballer wissenschaftlich nachgewiesen tatsächlich schneller. Hi, mein Name ist Sascha John, ich bin Athletic und Performance Coach, ich komme aus Hannover. Ich arbeite in erster Linie komplett online mit Fußballern und Profifußballern europaweit zusammen und sorge für schnellere Sprints, bessere Zweikämpfe, einfach eine bessere Karriere. In vielen verschiedenen Bereichen durch meine Unterstützung schaffen es die Athleten einfach wirklich aufs nächste Level zu kommen. Ich spreche hier auf meinem Kanal viel über verschiedenste Themen und ich möchte dir heute mal 6 bestimmte Übungen mitgeben, die alle wissenschaftlich bewiesen sind, inklusive Beispielvideo und wie du es durch dieses Training schaffen kannst, ganz easy einfach, indem du diese Übungen einbaust, schneller zu werden und somit bessere Laufduelle und mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Bevor ich das mache, denk natürlich daran, folg mir gerne hier auf meinem Kanal, lass mir ein Abo da, kommentier das Video, like das Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Unterstützung da bekomme. Das Wichtigste natürlich zuerst, eine bestimmte Übung wird dich natürlich nicht schneller machen. Es ist in der Gesamtheit immer das komplette System. Bedeutet konkret, es geht natürlich darum, wie du innerhalb der Wochen und vielleicht auch über die nächsten Monate und Jahre kontinuierlich trainierst. Schnelligkeit ist etwas, was sich über Jahre und teilweise Jahrzehnte entwickelt, was ganz früh begonnen werden muss zu trainieren und natürlich auch selbst wenn du es nicht extrem früh begonnen hast zu trainieren, trotzdem noch ausbaufähig ist. Zu Teilen der Schnelligkeit gehört natürlich sowas wie die Kraft, die Bodenkontaktzeit, deine Explosiv- und Schnellkraft, Startkraft, viele verschiedene Kraftformen, die häufig aber immer direkt von der Maximalkraft abhängig sind. Und wenn wir uns diese Übungen gleich mal im Konkreteren ein bisschen genauer anschauen, merken wir, das sind alles recht starke und auch maximalkräftige Übungen bzw. Übungen, die man sehr, sehr gut benutzen kann, um die Maximalkraft in deinem Unterkörper gut zu trainieren. Merke dir also als kleine Grundlage, diese Übungen können dich dabei unterstützen, du brauchst aber natürlich ein komplettes und gesamtes System. Dieses System kannst du natürlich eigenständig bauen, wenn du aber als Fußballer wirklich das nächste Level erreichen möchtest, kannst du natürlich auch einfach mal kostenlos auf mich zukommen, denn ich berate Fußballer komplett kostenlos und schaue mir eben die Ambitionen, die Karrieremöglichkeiten an und natürlich auch noch die Chancen, wie viel mehr du aus dir herausholen kannst. Was du auf jeden Fall tun solltest, du solltest pro Woche 3 bis 5 Unterkörperübungen wählen und diese eben in deinem Training einbauen und dann die Intensität und auch das Volumen so steuern, dass du es, egal ob du Spiele, Mannschaftstrainings oder sogar vielleicht eine intensivere Woche hast, je nach natürlich Training vom Verein aus, super einfach einbauen kannst und so auch innerhalb der Saison leichte Fortschritte in diesem Bereich machen kannst. Zu all diesen 6 Übungen, die du jetzt gleich von mir vorgestellt bekommst und wo ich dir ganz kurz 1, 2 Sachen einfach zu erkläre und wo du auch ein Video eingeblendet bekommst, werde ich dir natürlich noch dazu ganz klar die Studie unten in den Kommentaren verlinken. Deswegen, wenn du das genauer nachlesen möchtest, schau es dir gerne mal unter diesem Video an. Die erste Übung ganz klar sind die sogenannten Jumping Squats. Das bedeutet, es sind Springen Kniebeugen. Natürlich können auch normale Kniebeugen funktionieren, hier sind es aber explizit springende Kniebeugen, die du entweder mit einem leichten Zusatzgewicht oder komplett mit deinem eigenen Körpergewicht machen kannst. In diesem Fall und im besten Fall machst du das Ganze mit einem Zusatzgewicht, das heißt zum Beispiel mit einer Langhantel, mit kleinen Gewichten rechts und links in der Hand, möglicherweise sogar mit einem Widerstand durch ein Widerstandsband. Warum ist diese Übung so gut und du solltest sie einbauen? Die trainiert bilateral, also beidbeinig, deinen Unterkörper, dass er sich schnellkräftig streckt, sehr explosiv kräftig vor allem nach oben bewegt und die gesamte Hüfte inklusive deiner Knie, deiner Sprunggelenke streckt und das ist eben ein sehr, sehr entscheidender Part, wenn es darum geht, schneller zu werden, einen guten Antritt zu haben und vor allem auch einfach wirklich wiederholt gute Leistungen, gute Sprintleistungen in und auf deinem Platz abliefern zu können. Die zweite Übung ist die sogenannte Hüftflexion. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Übungen, wie du diese trainieren kannst. Die Hüftflexion ist also nichts anderes als die Hüftbeugung, explizit sogar das Heranziehen des Knies nach oben bis zu einem bestimmten Grad. Warum ist diese Übung so wichtig, beziehungsweise dieses Training dieser Übung so wichtig? Das ist ganz einfach. Du musst natürlich trainieren, nicht immer nur die Hüfte zu strecken, sondern genauso entscheidend ist eben auch, wie hoch du die Hüfte laden kannst, um dann das Bein nach hinten in einem Lauf, in einem Sprint wieder nach hinten wegzudrücken. Das heißt, du musst natürlich auch in der Lage sein, schnellkräftig und auch recht hoch und weit das Knie gerade nach oben anzusteuern und auch nach oben ranzuziehen. Das ist nämlich für einen Sprint und auch für große Schritte und explosive Schritte in einem Sprint sehr, sehr wichtig. Das ist unter anderem auch dieses klassische Hüftbeugertraining, was extrem viele Fußballer kennen, doch meiner Meinung nach oft nicht ganz richtig einbauen. Du solltest nämlich den Hüftbeuger, ja, wo einfach mehrere und ganz viele verschiedene Muskulaturen auch einfach daran beteiligt sind an dieser Bewegung, sehr funktional trainieren. Bedeutet konkret, in einer kompletten Hüftstreckung, in eine möglichst fast vollständige Hüftbeugung, muskulär eben angesteuert und beispielsweise eben nicht sitzend irgendwie das Bein anheben, denn das hat vielleicht präventiv mögliche sinnvolle Gründe, aber es gibt dann da durchaus bessere Übungen. Klassischerweise ist unter anderem auch der Psoas Major bei vielen Fußballern einfach sehr, sehr schlecht ausgeprägt, was sogar dann auch für Leistenproblematiken und anderes sorgen kann. Das heißt, du deckst hiermit eben nicht nur eine bessere Sprintgeschwindigkeit ab, sondern im Umkehrschluss natürlich auch noch eine Verletzungsprävention. Die dritte Übung sind die Romanian Deadlift oder auch das rumänische Kreuzheben. Warum diese Übung genauso heißt, kann ich dir nicht erklären. Beim rumänischen Kreuzheben ist nur die Besonderheit, dass du sehr explizit vor allem deine Hamstrings und diese ischiokurale, also die hüftstreckende, gesäßstreckende, einfach aufrichtende Muskulatur sehr explizit trainierst. Das rumänische Kreuzheben kann man schnellkräftig, sehr schwerkräftig machen. Es wird aber in vielen Bereichen vor allem dafür verwendet, weil du einerseits die rückwärtige Muskulatur
Brustmuskulatur auf eine sehr weite Länge bringst und dann mit viel Spannung schnell oder stark einfach daran arbeitest. Auch hier ein sehr, sehr wichtiger Part, denn Sprinten ist natürlich vor allem auch über eine saubere Hüft- und Kniestreckung und gerade hiermit wird eben sauber die Hüftstreckung trainiert und deine Hamstrings bzw. deine gesamte, auch teilweise kniebeugende, aber in erster Linie hüftstreckende, also Gesäßmuskulatur, Teile sozusagen deiner kniebeugenden Muskulatur, der untere Rücken und andere Punkte, hier eben ganz klar trainiert, welche dann eben auch einen direkten Einfluss darauf haben, wie viel Kraft und wie schnellkräftig du eben diese Hüfte strecken kannst. Die vierte Übung ist der sogenannte Sled Push bzw. das Schlitten Schieben. Das Schlitten Schieben wird häufig nicht richtig verwendet und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass du hier besonders gut aufpasst. Das Schlitten Schieben eignet sich hervorragend, weil du hier gegen einen Widerstand eine Sprint- oder auch schnelle Gehbewegung durchführst. Man kann das Schlitten Schieben mit verschiedensten Gewichtleveln auch laden. Ich würde dir aber vor allem zwei Varianten hier empfehlen. Die erste Variante ist, dass du beispielsweise das Ganze sehr, sehr, sehr schwer belädst, sodass du nicht über eine Belastungszeit von vielleicht 10 bis 20 Sekunden hinauskommst. Das heißt, wir sind dann wirklich hier eher im Maximalkrafttraining, wo es wirklich um die gesamte Bewegung von der Hüftstreckung bis zur Hüftbeugung und gerade einfach auch dieses schwere Wegschieben des Widerstandes geht. Der zweite Punkt wäre alternativ, dass du dir ein leichtes Zusatzgewicht mit diesem Schlitten nimmst und entweder diesen Schlitten vor dir herschiebst oder das Ganze mit Ausrüstung quasi ziehst und diesen Schlitten wie bei einem Sprint, wie bei einem Resistance Sprint verwendest. Wenn du jetzt eine Variante nimmst, wo du vielleicht 1, 2, 3 Minuten in so einem Workout im CrossFit, Functional Fitness, dann beginnst, diesen Schlitten zu schieben und dann eher in so einen Kraftausdauer und auch sehr ausdauernden Bereich kommst, hast du natürlich auch einen positiven Einfluss auf deinen Körper. Zielgerichtet ist das Ganze aber nicht, um deine Geschwindigkeit dann dort zu verbessern. Die vorletzte Übung sind die sogenannten Hip Thrusts. Bei den Hip Thrusts geht es darum, die Hüfte, egal ob schwer oder schnellkräftig, vor allem zu strecken. Auch hier, wie du wieder bemerkst, sind wir im Bereich der Hüftstreckung unterwegs, wo es vor allem darum geht, aus einer sehr gebeugten Hüfte eine sehr, sehr starke Vorbewegung aus der Hüfte heraus durch eben Hamstrings, durch die beinbeugende Muskulatur, aber auch durch das Gesäß und andere Muskelgruppen eben hervorzurufen. Diese Bewegung kann man sehr, sehr gut machen. Ich würde sie dir aber nicht unbedingt empfehlen, aus verschiedensten Gründen. Meiner Meinung nach kann man da wirklich mit Kreuzheben oder Kniebeugen einfach bessere Ergebnisse erzielen und Hip Thrusts sind meiner Meinung nach, neben den anderen Übungen, die ich dir gerade erzählt habe, einfach dann zu einseitig bzw. zu isoliert. Sie können eine gute Abwechslung darstellen, sind auf jeden Fall auch überhaupt nicht falsch. Ich mache aber einfach nur meiner Meinung nach und erfahrungsmäßig auch andere Übungen bzw. priorisiere den Hip Thrust nicht so gut, sondern nehme ihn eher als Zusatzübung, mit der du quasi Lücken auffüllen kannst, wenn du als Leistungssportler sogar Lücken hast. Den Hip Thrust kannst du zum Beispiel komplett mit deinem eigenen Körpergewicht sehr schnellkräftig benutzen. Du kannst den Hip Thrust natürlich auch zum Muskelaufbautraining oder für einen bisschen leichteren von der Intensität her Block benutzen. Natürlich kannst du die Hip Thrust aber auch mit sehr extremen und sehr schweren Zusatzgewicht benutzen oder auch einer sehr schnellkräftigen Arbeit mit leichtem Zusatzgewicht. Das sind alles Varianten, die funktionieren. Kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Block du gerade fährst und was gerade die Priorität für dich hat. Die letzte Übung sind die Nordic Hamstring Curls. Die Nordic Hamstring Curls kennst du bestimmt und ist eine Königsdisziplin für extrem viele Fußballer. Sie hat eine sehr, sehr starke Aussagekraft darüber, wie stark du natürlich in deiner Beinbeugemuskulatur, auch in deiner hüftstreckenden Muskulatur mal wieder bist und natürlich auch einen sehr, sehr starken Impact darauf, wie stark eben deine Hamstrings sind, was sehr, sehr entscheidend für viele verschiedene Varianten sind. Erstens natürlich für die Prävention deiner Hamstrings, zweitens aber auch gegenüber Muskelfaserrissen und natürlich auch einer guten Sprint-Performance und auch Sprintkraft. Die Nordic Hamstring Curls lassen sich wunderbar einmal pro Woche einbauen. Ich persönlich nutze sie regelmäßiger und unregelmäßiger. Kommt auch hier immer wieder darauf an, was für einen Block der jeweilige Athlet gerade fährt, wie hoch eben möglicherweise auch der Fokus auf das Training der Hamstrings sein muss, aufgrund der Kraft der Fußballer oder des jeweiligen Fußballers. Und sie bieten natürlich aber auch eine sehr herausfordernde Möglichkeit dabei. Wenn du mehrere Nordic Hamstring Curls mit deiner vollen Range of Motion durchführen kannst, hat es schon eine sehr, sehr gute Aussagekraft darüber, wie fit du bist, beziehungsweise wie stark letztlich auch deine Hamstrings sind, was für dich wiederum gut sein kann bis zu einem gewissen Grad. Das sind und waren potenzielle 6 Übungen, die dich wissenschaftlich gesehen definitiv schneller machen und vor allem auch in Studienergebnissen gezeigt haben, dass sie ein Improvement und vor allem auch einen Fortschritt für dich als Fußballer darstellen können. Wichtig, du musst das Ganze wirklich mal über 6, 8 oder 12 Wochen kontinuierlich durchführen und solltest, wenn natürlich, dann auch diese Übungen mit den richtigen Intensitäten, mit den richtigen Kraftformen, möglicherweise mit gewissen Herabstufungen einfach einbauen. Wichtig, ich würde dir nicht empfehlen, alle diese 6 Übungen jetzt einfach querbeet in deinen Trainingsplan zu integrieren, sondern du solltest schon eine vernünftige Planung aufstellen, weil sonst hast du das Problem, wie viele andere Fußballer auch, dass du hergehst, dass du in die Übungen reingehst, aber irgendwie nicht so richtig vernünftigen Progress machst, weil du einfach keine Ahnung hast, wie du wirklich trainieren sollst und einfach nur drauf los trainierst und dann enttäuscht bist für den Input, den du die letzten Wochen gegeben hast. In diesem Sinne, nutz diese Übung. Ich hoffe, dieses Video war sehr informativ für dich. Du konntest dir einige Sachen mit rausnehmen und weißt jetzt auch, welche Übungen wirklich wissenschaftlich bewiesen funktionieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich über den nächsten View auf meinem nächsten Video. Dein Sascha.